Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Fantasien und wir befinden uns in der Maxi Toybox. Hatten auch in der letzten Episode einen Kampf gehabt, ein bisschen Storyline und ja, Storyline bezüglich halt, dass wir so ein riesiges Gebäude gesehen hatten, irgendwie so ein Tisch oder Bett, irgendwie sowas komisches. Und naja, wenn ihr das sehen wollt, empfehle ich euch an dieser Stelle das E-Symbol oben rechts zu klicken. Dann kommt ihr nämlich auf die Playlist, denn wir setzen nämlich genau da an, wo wir aufgehört hatten. Wir haben eine speziell versiegelte Box gefunden und die versuchen wir jetzt zu öffnen. Open the sealed chest. Yes. Brace yourself. Here it comes. Oh Gott, was für eine Kombination hier herrscht. Es soll so eine spezielle Abwehrmechanismus sein von dieser Box. Und ja, ich sehe gerade, ich bin nicht besonders gut vorbereitet. Also Mist. Naja gut, deswegen solltet ihr auch die Story in der letzten Folge mal schauen. All Potion, Healing Skill, Malware, Item Crafting, Potion S3. Nee, komm. Dann mach ich es lieber manuell per Hand. Large. So, und wo kassiert ihr am meisten? Ja. Nicht so besonders interessant. Die Stärke. Achso, ich sollte Punch benutzen, um Flächenschaden zu verursachen. Ah. Vielleicht die beiden da in der linken Ecke. Na, auch nicht so besonders. Wir haben noch nicht so viele MPs, aber die machen bis jetzt noch nicht so viel Schaden, zum Glück. Aber verlassen würde ich mich drauf nicht, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall war es besiegt. Ein bisschen mit der Attacke rumspielen. Ach, vielleicht auch... Ja, ich glaube, der mittlere könnte ziemlich gefährlich werden, je nachdem. Mann, es kommen immer wieder welche. Ich glaube, ich muss den mittleren sogar besiegen. Kann das sein? Weil immer nur eins attackiert und die haben alle halt keine Buchstaben. Wisst ihr? Also. Und die garden das ja immer sehr schön. Wieder ein Tausender kassiert. 600. Ja, dann werde ich mich darauf auch konzentrieren. Yes. Der ist schon mal weg. Ist die Frage, ob das gute Auswirkungen für unser Kampf und für unser Sieg hat. Das sieht stark danach aus, dass ja. Ah, okay. Viecher, die immer so Flächenschaden machen. Ah, es kommen immer mehr. Okay. Sollte ich heilen? Ich sollte mich vielleicht heilen. MPs müssen wir den Captain auch geben, aber Leo will ich halt gerne immer so besiegen. Also so nutzen. Noch 19 Gegner übrig. Ah, gibt es irgendetwas? Ne, komm. Geben wir den das hier. Klickling. Sieht so heftig aus, es ist nachher nur 300 Schaden. Ich wollte gerade sagen, was passiert denn jetzt? So. Der ist resistant. Oh Gott, okay. Vielleicht konzentriere ich mich auch auf die, die diese Blitze machen können. Kriege ich mehr Gegner irgendwie anvisiert? Naja, gut. Ein bisschen Critical verursacht, das ist sehr schön. Ah, es kommen immer von diesen, was sind das, Quallen? Naja. Ich sollte mich echt auf einen Gegner fokussieren. Ah, der hält viel aus. Ach, der ist doch umgefallen, ich wollte schon sagen. Wie sieht's mit Punch aus? Ah, ich mach mal die linke Seite erstmal weg. Ach, da haben wir sogar alle drei weggehauen. Umso besser. Noch 11 Gegner übrig und... Ah, das heißt, der andere kann es auch wahrscheinlich... Alter.
Ich muss mich erstmal durchheilen. Okay. Welche Reihenfolge? Na, wir müssen uns gegenseitig hochheilen, schätze ich, oder? Eigentlich möchte ich lieber attackieren. So. Jetzt heile ich Leo. Dann benutzen wir für... Potion Large. War schon richtig ausgewählt gewesen. Mhm. Bam. So, der muss leider aber auch die Runde aussetzen und sich selber heilen. Okay, Leo darf wieder ein bisschen Ramazamba machen. Die ganzen kleinen Viecher müssen weg. Wir haben halt keine Materialien, um irgendetwas Sinnvolles zu machen. Wir müssen es halt immer so machen. Ich würde gerne... Ah, doch. Ich krieg den hinten rechts doch getroffen. Und die kleinen Viecher. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hoffe, wir kriegen viele Erfahrungspunkte. Okay, kriege ich den ganz rechts mit? Das war zu viel. So. Drei getroffen, einer weg. Nee, du darfst nur mal kämpfen. Kriege ich euch beide? Ja. So. Der muss sich selbst heilen. Die Verteidigung von Leos, also dieses Debuff-Ding, ist fast weg. Ja, ja. Aber wir haben auch kaum MPs mehr. Ah, Alter. Einfach Leo hat gar kein Leben mehr. Okay. Wir haben auch keine Potion Larges mehr. Mist. Es sollte den auch... Ach nein, der sollte... Ah, so. Auch Ether geben. Der hat das am nötigsten von uns allen gerade im Augenblick. Na, kriege ich statt der vier... Nein, ich... ich muss mich für einen entscheiden. Na komm, Fireslash war gegen dieses fette Vieh doch relativ gut gewesen. Vier Gegner. Sobald wir den mittleren besiegen, kommt wahrscheinlich nochmal so ein fettes Vieh. Anders lässt sich das doch nicht deuten, oder? Das heißt, ich bin gezwungen, diese Pferde wegzuhauen. Weil die gehen ein bisschen auf den Nerv mit dem Debuff. Okay. Ach, so geht's auch. Lol, critical, aber trotzdem nur 400. Ich würde sagen, der muss sich heilen. Weil Leo möchte ich gerne diese Attacke einsetzen, dieses Fire Slash. Ach, dann konzentriere ich mich erst auf ein Pferd. Ich will die beiden Pferde weg haben. Wenn ich das habe oder was auch immer für Pegasus ist oder was auch immer das genau sein soll. Junge, Leo hat fast nichts mehr. Das war wiederbeleben, ja. Concoction that elevates status, also Abnormalität, Clock of Truth, Antidote, against most monster. Nee. Das, dann werde ich das doch so machen müssen. Was doch immer gleich kommt, ey, das wird uns umhauen. Alter, wie viel Leben hat das Ding noch? Kann es sein, dass ich den gar nicht besiegen kann? Hm. Defense down, so wie immer. Alter, die wollen auf Leo drauf. Es geht mir auf den Nerv, weil wir haben keinen Potion Large. Ich muss irgendwie den mittleren besiegen. Ich glaube das einfach nicht. Vielleicht kommt als letzter Gegner so eins, der die sie beschwören kann oder irgendwas in der Richtung, wenn ihr wisst, was ich meine. Es stört mich, dass sie alle im gelben Bereich sind. Alter. Ah, diesmal den anderen, aber der wird trotzdem alle.
Okay, damit habe ich jetzt nicht erwartet und gerechnet. Nee, bleibt mir nichts anderes übrig. Komm, einfach durchhallen. Ich krieg echt nicht beide gehittet so. Okay, der fällt um. Der muss sich heilen. Aber was kommt denn jetzt? Mann, die gehen so auf den Nerv. Es kommt nichts. Warum? Naja, gut. Okay. Immer auf den linken. Critical. Besiegt. Endlich. Hat das gedauert, ey. Noch einer. Nö. Gut, dann werde ich den rechten aber fighten wollen, weil der ist ja am längsten da. Den haben wir auch zwischendurch schon ein bisschen gedamaged. So wenige Züge wie möglich, wo beide gleichzeitig leben. Das ist mein Ziel, was ich verfolge. So. Ach, der hatte so zum Glück nicht viel gehabt. Vielleicht kann ich jetzt nutzen, die ganze Zeit hitten. Alle auf den einen. Ich glaube, ich muss mich trotzdem heilen. Naja. Zack. Okay, heile dich. Ach, wir haben nichts. Muss ich so machen? Mist, haben wir echt gar nichts da, ey. Ach komm, dann muss ich den Schaden verursachen. Ich glaube, der ist jetzt weg. Nein, sehr gut. Weil der hat doch... Nee, das war der andere. Ah, okay. Ich dachte schon, konnte er nicht heilen? Okay, besiegt. So weit muss es gar nicht kommen. Sehr gut. Okay, das war echt schon merkwürdig gewesen. Ach, die beiden hätten auch fast ein Level Up haben können, aber naja. Die ganzen Fragmente, ja gut. So, what about the necklace? Was it in there? No. Wrong chest. Wrong chest? Wrong chest? What you mean, wrong chest? Holy shit, habe ich mich gerade fast erschrocken. Ja. That means it's one of these properly. You don't even know which one? Did you forget everything again? That's not it. Their contents switch place at random. To stop thieves. Ja, super. Overkill much? Okay, dann sind wir gezwungen, uns irgendwie durchzuhalten. Ah, haben wir auch schon nichts mehr? Ah, das ist sehr suboptimal. Room Petrify revives a KO'd Character. Cures Potion, Lift Sleep, Absorbs Mist, Remove Seal, Lift Curse. Tool to disarm a Time Bomb, increase attack temporarily. Irgendwie blöd im Augenblick. Ich schätze, da kommen immer wieder Gegner. Anders kann ich es mir nicht erklären. Wollen wir es öffnen? Ja, wir müssen es öffnen. Ja, war ja klar. Boah, das wird dauern, bis wir alle Boxen durch haben. Okay. Hier wird diesmal nicht angezeigt, wie viele Gegner. Sind das vielleicht doch keine vollwertigen Boxen, die wir sonst eben hatten? Kriege ich irgendwie drei hin? Nein. Okay. Bam! Ah. Moment mal. Was ist, wenn ich das so mache? Nee. Nein, das reicht nicht. Da ich aber davon ausgehe, dass der ein bisschen blöd ist für uns. Ich werde den einen Charakter Is zwar verlieren, was aber nicht so schlimm ist. So. Weil wenn ich ihn wiederbelebe, müsste ich doch Teil vom Leben und MP zurückkriegen. Boah, der hat den 1200 hochgeregelt, ey. Okay. So, ihr beide wieder.
Na, ist ein bisschen blöd mit dem Joystick zu steuern, wenn es nicht mit den Pfeiltasten geht. Komm, krieg ich beide? Nein! Als ob. Achso, nee, vielleicht ist es Punch. Ja, ja, ja. Ich vertue mich immer. Ja, ja, der ist weg vom Fenster, nicht schlimm. Besiegen den jetzt. Aber ich hätte jetzt nicht vom Typ Feuer eine Attacke einsetzen sollen, aber nun gut. So. Noch ein bisschen MPs gespart, auch wenn es nicht viel ist. Victory! Der Kling. Holy Fragment, das ist in Ordnung. The box was empty. Naja, super. Er ist aber komplett durchgeheilt, sehe ich gerade. Okay. Da ist die nächste. Alter, man bleibt stecken. Open Sealed Chest. Yes. Ah, ich hätte gehofft, dass es wieder so eine kleine Runde ist. Nee, 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 das geht so gar nicht. Earthstrike auch nicht. Ah, okay, macht ein bisschen mehr Schaden, aber. Komm, machen wir es so. Bam. Bam. Leider ist links A. B sehe ich gerade in den übernächsten Zug solo. Ja, komm. Ist halt blöd, die sind so tanky. Okay, Cons first slash. Das war doch Feuer. Ich dachte eben, hat Feuer nicht so viel Schaden gemacht in der ersten Box. Naja, wenigstens Attack Down. Naja, bei ihm aber auch. Der leuchtet so komisch irgendwie. Naja. Boah. Direkt 2000 Crit. Einer weg. So. Attacks Down. Hier wieder. Das heißt, ich muss gleich nach dem Kampf MPs auf jeden Fall auffüllen. Kann sein, dass ich den jetzt eben und besiege, oder? Ne, der ist noch nicht im gelben Bereich. Ah. So. Mir gehen vorher die MPs weg, definitiv. Ne. So. Okay, jetzt macht er wieder. Ja, okay, das ist noch nicht so schlimm. Einfach drauf hier. Was ist eigentlich hier mit Punch? Ja. Lieber mit den Dings down, wäre besser. So, haben wir. Victory! Level up! Ach, sogar eine neue Attacke gelernt. Okay, immer ein bisschen was. Jetzt nicht nur diese Lightnings und so. Und the box was empty. Naja, super, ja. Alle sind leer. Bestimmt ist die letzte aber auch leer. Das wäre sonst viel zu naheliegend. MP. Der hier. Ja. Mehr können wir eigentlich nicht machen an dieser Stelle. Wobei, was zeigt die Anzeige unten links an? Ja, wobei, es geht noch. Maxitor ist da, die. Bestimmt muss ich da rein. Kann natürlich halt gut sein, ne? Aber. So. Die will ich noch öffnen und machen. Die ist bestimmt leer. Bestimmt muss ich irgendeinen Hinweis finden oder so. Ah, schon wieder diese Kombination. Lightning Slash. Unleash a lightning element. Attack on enemies along a straight line. Hm. Warte mal. Wie war das? So. Lightning. 150% sogar. Ach, es hat ein Holy Fragment. Also würde helfen, wenn wir das haben. Okay, dann würde sich. Ah ne, das ist Lightning, nicht Holy. Das ist natürlich was anderes. Ich würde aber gerne mal gucken.
Ich kann aber nicht um die Ecke. Ja, okay. Ja, okay. Mach es nochmal so, um das ein bisschen zu beschleunigen. Hat hier irgendeinen Holy Earth Strike Blade? Na. Ich will den mittleren zuerst weghauen. Ach, wenn er jetzt noch Barriere machen kann, ey. Wie sieht's eigentlich mit diesen Gegner aus wegen Leid. Ach, wegen Dings. Hat nichts gebracht, okay. Ist geblockt, ja, ja, ich weiß. Sind das die einzigen drei Gegner eigentlich? Weil es wird wieder nicht angezeigt, wie viele Gegner übrig bleiben. Wer hatte das gehabt mit den Sharp Bear Fist Punch, der deals nur ein Elemental Damage. Charge. Ah, nein, nein, nein. All Enemies. Vielleicht macht das einen Sinn. So, du kannst doch irgendwie was den Dings wegbashen, ne? Das hier ist Single Target Attack that deals damage and inflict Defense down. Na, scheinbar bringt das so aber auch nichts. Ah, Materialien haben wir nicht. Gut, machen wir den. Der ist ja schon im gelben Bereich. Ach. Ich hatte gehofft, dass sie sich selbst attackieren. Hm. Komm, haben wir den weg. 2600, ey. Okay, Fire Slash. So. So. Jetzt kommt gleich der Captain. Ich muss auf ein Leben auch aufpassen. Aber ich kann eh nicht heilen, so einfach. Zack. So, weg vom Fenster. Jetzt ist das da dran. Perfect Guard, ja, ja. Zack. Block zerstört. So, jetzt können wir den. Oh, das war knapp. Wir haben aber echt nichts zum Wiederbeben. First Aid. Das bringt halt nicht viel. Der ist wichtiger. Du hast auch nichts zum Healen, ne? Nur das da. Sich selbst kannst du nicht. Ja, du hast genug MPs. Machen wir es so. Und zack. Der wird jetzt down. Ach, der hat den anderen attackiert. Okay. Nee, 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 nee. Wir attackieren. Er ist schon im gelben Bereich. Der ist aber noch in. Nee. Ach, komm schon. Das hier. 1484, einen Zug. Schaffe ich das? Hm. Ach komm. Dann verlieren wir vielleicht einen Charakter. Ja. Dafür kann ich ihn gleich wiederbeleben. So. Wäre es ein anderer Charakter gewesen, wäre vielleicht besser gewesen. The box was empty. Habe ich das nicht gesagt? It wasn't this one either. I know, it's totally random. But it looks like we've hit the worst case scenario. Worst case scenario? What's that supposed to mean? Hm. Es könnte die Kiste sein. Okay, wie sieht's denn aus? Ja, allein ein bisschen, Hauptsache der hat einen Lebenspunkt. Sehr gut. Okay, das ist blöd, weil ich hätte den wiederbeleben wollen. Weil ich hab nix. Ich hab definitiv nix. Na. Ne, irgendwie nicht, ne? Ich guck mir das mal an. Da ist was zum. Ah, oh, perfekt.
Healstone, zack. Okay. So, gut, ich würde sagen, die Box machen wir erst in der nächsten Episode auf. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, damit ihr die Folge nicht verpassen könnt. Und naja, ihr supportet mich auch so aktiv, auch hier am besten hier auf YouTube. Folgt mir auf meinem Social Media Kanal, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.